Heute kommt ein Film in die Kinos, der für 5 Oscars nominiert war, zwar keinen gewonnen hat, aber trotzdem eine gute Geschichte hat. Und zwar geht es um Lady Bird mit Saoirse Ronan und Laurie Metcalf. Wenn du müde bist, setz dich. Ich bin nicht müde. Du schlurfst aber. Du gehst deinem so auf die Nerven. Schrei bitte nicht. Ich schreie nicht. Oh, ja. Das ist perfekt. Gefällt's dir? Lady Bird heißt eigentlich Christine. Der Name gefällt ihr aber nicht so richtig, also hat sie sich selber den Namen Lady Bird gegeben, der ein bisschen außergewöhnlich ist. Und das passt auch irgendwie zu dem Mädchen. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, wo diese Lady Bird, gespielt von Saoirse Ronan, in der Highschool in den letzten Jahren ist, schon überlegt, auf welche Universität will sie gehen. Sie kommt aus Sacramento, Kalifornien, und das ist eher eine ländliche Gegend, und sie möchte raus, sie möchte zu was Größerem, sie möchte am liebsten an eine gute Uni an der Ostküste, zum Beispiel in New York. Dadurch gerät sie aber immer wieder, weil sie nicht aus so einer reichen Familie stammt, mit ihrer Mutter aneinander. Die haben beide sehr starke Charaktere und zanken sich gerne mal. Saoirse probiert an der Highschool neue Freunde aus, probiert sich mit Jungs aus, gerät da in unzufriedenstellende Geschichten, sage ich mal. Und ja, man lernt die Charaktere kennen und es ist eine Familiengeschichte, eine Geschichte zwischen Müttern und Töchtern und eine Coming-of-Age-Story aus dem Leben. Lady Bird, ist das dein Taufname? Ja. Warum steht der in Anführungszeichen? Ich habe ihn mir ausgesucht. Der Name wurde mir von mir gegeben. Es handelt sich, wie gesagt, um eine Coming-of-Age-Story. Also Saoirse Ronan spielt einen Charakter, der gerade erwachsen wird, der eben sich mit dem Erwachsenwerden auseinandersetzen muss. Daraus ergibt sich viele Streitthemen, viel Potenzial für Emotionen, viele emotionale Höhen und emotionale Tiefen. Und die ergeben sich vor allem aus dem Zusammenspiel von Ronan und Metcalf sehr gut, die von ganz böse verfeindet nach total beste Freunde wieder wechseln, hin und zurück, wie das bei Müttern und Töchtern möglicherweise so ist. Ich kann keine der beiden Rollen behaupten, dass ich die kennen würde. Die Story hat einen ziemlich realistischen Touch. Man bekommt das Gefühl, dass es sich irgendwie um einen Ausschnitt aus einem Leben handelt, dass man wirklich in ein echtes Leben hineingucken darf für die Zeit des Films. Und das ist irgendwie schön. Es ist keine klassische Hollywood-Geschichte, die sich irgendwie wichtig macht oder aufspielt, sondern es ist so ein ganz dezenter Film, der aber trotzdem einfach in der Geschichte und in den Charakteren seine Stärken hat und eben nicht nur so dahinplänkelt, sondern trotzdem auch eine Aussage hat, aber sich eben nicht so durch Action aufspielt oder sich für zu wichtig nimmt. Der Film ist insgesamt irgendwie verträumt gefilmt und erzählt und hat bei mir jetzt so im Nachhinein irgendwie die Assoziation hervorgerufen, als würde ich einem Sonnenuntergang zuschauen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. An den Farben des Films. Ich weiß, dass eine Sonnenuntergangsszene auch drin ist, aber nicht so, wie ihr sie jetzt euch vielleicht vorstellt. Aber das ist irgendwie so das wohlig warme, gemütliche Familiengefühl. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Insgesamt ist es ein wirklich schöner und runder Film, der eben ein warmes Gefühl hinterlässt, der einen Einblick in ein vermeintlich echtes Leben gibt. Es ist ein Familienfilm auf eine gewisse Weise. Es ist ein Film, der auf Charakteren basiert. Und es ist ein Film, der eben nicht sich aufspielt, nicht angeberisch ist. Ein Film, aus dem wahrscheinlich jeder etwas mitnehmen kann. Die 5 Oscar-Nominierungen, unter anderem für bester Film, beste Hauptdarstellerin und beste Nebendarstellerin, meine ich, hat der Film auf jeden Fall verdient. Er hat keinen davon gewonnen. Auch das nicht unbedingt unverdient. Es gab bessere Filme, würde ich sagen, diese Saison, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Film geworden und auch andere Bewertungen, die sind durch die Bank eigentlich nur positiv. Kann man auf jeden Fall gucken. Wir haben seit längerer Zeit ja schon eine fertige, schöne, neue Homepage, auf der ihr alles über uns, über das Team, über alle Formate, über alles, was Vorzocker angeht, erfahren könnt. Schaut da doch gerne mal vorbei unter natürlich www.vorzocker.de oder schaut euch jetzt hier unten noch 2 andere Videos an.